Hallo Leute, wahrscheinlich habt ihr euch schon Ewigkeiten gefragt, wann es denn endlich mit Little Inferno weitergeht, und ich habe mich jetzt endlich dazu durchringen können, mal wieder ein paar Aufnahmen zu machen, also starten wir frisch und frei los. Ich hoffe, ihr freut euch drüber, ich habe echt wieder ein bisschen Lust drauf. Und für alle, die jetzt sich wundern, dass sich ein bisschen was verändert hat von der letzten Folge, ja, es gab zwischendurch den Livestream, das heißt, wir haben so einen Teil der Kombos durchgemacht und ich dachte, wir fangen jetzt vielleicht gleich mit den nächsten Kombos an. Und ich habe vorhin mal nachgeguckt, so Bär im Porzellanladen. Wir haben ja Porzellan in dem neuen Katalog. Und wir haben irgendwo Gefühle Bär, Stofftier. Achso, zum Porzellan natürlich. Zerbrechliches Porzellan fügt jeder Abendeinladung oder hitzigen Diskussion ein dramatisches Flair hinzu. Und leider momentan ausverkauft, weil wir es gekauft haben. Gut. Schauen wir doch mal, ob das was bringt. So ein bisschen. Ach so. Der Brief hier ist von Sugar Plumps. Weil wir haben ja von ihr die Vorhänge geschenkt gekriegt. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Tschüss. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich eventuell dieses Los hier behalte für das eine Mal drücken. Na, wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir es hin. So. Ist eigentlich blöd mit Porzellan, oder? Ah, das fällt aber was aus. Das finde ich super. Und der Bär. Yay! Okay, das war ziemlich einfach. Und wir müssen auf jeden Fall... Wir müssen auf jeden Fall die Kombos vorher machen. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, weil ich glaube, wenn man sich nicht um die Kombos kümmert, hat man nachher auch Probleme, dass man die gar nicht mehr alle zusammenkriegt, weil man das einfach vergessen hat. Also auch vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp. So, und jetzt muss ich nur noch ganz schnell den Timer anmachen, ansonsten spiele ich wahrscheinlich 6 Stunden. Das ist ja auch nicht so ganz Sinn der Sache. So. Gut, dann haben wir also den Bär im Porzellanladen. Dann fehlt uns noch der Katzenfisch. Was könnte denn die Katzenfisch-Kombo sein? Ich denke ja mal... Ein Kugelfisch. Mir fällt kein Grund ein, warum du ihn nicht in den Mund nehmen solltest. Mir schon. So. Und irgendwo gibt es doch auch bestimmt eine Katze. Es gab doch so ein niedliches kleines Katzenstofftierchen. Hier. Kätzchen, Kätzchen, Pupu. So. Oh mein Gott. Okay. Und hier haben wir wieder den Vorteil, dass wir die Dinger haben. Können wir nämlich schneller einlösen. Hihi. Hallo. Yay! Okay. Also der Katzenfisch war auch relativ simpel. Armes Kätzchen. Aber die Augen sind noch da. Von dem armen anderen Vieh hier. Von dem Kugelvieh. Geh weg. Aber wir haben inzwischen schon wieder 200, das ist ja echt ordentlich. So, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben jetzt hier oben, glaube ich, alle Kombos durch. Ja, die Cornflakes-Kombo. Da könnte man ja jetzt vermuten, dass es Korn und Cereals. Zähne und Mais, Frühstücksmüsli. Endlich der köstliche Geschmack von Mais und Zähnen in einem fantastischen Müsli. Ach du Schande. Wer will denn sowas essen? Das erinnert mich so ein bisschen an Futurama. So. Einmal Popcorn. Ist ja auch eine Art Korn. Wenn auch kein Flake. So wirklich. Na, weg hier. Ach nee, hier 11 Sekunden können wir... Das kriegen wir hin. 11 Sekunden, boah, ist ganz schön lange, oder? Also 11 Sekunden können richtig, richtig verdammt lange sein. So, klack. Cereal. Und Party. Cornflakes. Yee, da sind wirklich Zähne drin. Bah. Wie kann man sowas nur machen? Okay, also dafür, sorry, da brauche ich jetzt erstmal ganz kurz. Es geht gar nicht anders. Nein. Ja, komm hier. Ansonsten, wenn ich jetzt an die Zähne hier denken muss, nee, geht gar nicht. Spinne! Jiha! Ich glaube, die ist abgebrannt. So, aber der Kamin ist wieder sauber.
das optimale Säuberungsmittel. So, wenn wir erstmal weitergehen, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben einen Holzlöffel. Jetzt mit mehr Splittern für verbesserte... Ach, Züchtigung. Oh, ist das fies. Marshmallows. Gemacht aus süßen Wolken. Gewinner des Kentucky Derby. Okay. Trockeneiswürfel. Perfekt für praktische Scherze und Kryotechnik. Ja. Wurstkette. Man kann ohne Fleisch keine Wurstfest veranstalten. Oh, wie recht du doch hast. Den Mr. Kugelfisch hatten wir schon. Das Porzellan auch. Aber die begeisterten Käfer, wenn sie zu Pulver zerrieben werden, kann man aus ihnen herrliche Farbe herstellen. Auch die Armen. Die sehen aber auch echt hässlich aus. Und dann haben wir Discount-Sushi. In Kombination mit einem netten Karton voll Wein. Einfach unschlagbar. Bah, und die ganzen... Naja, egal. Oh, da war ich jetzt zu aufgeregt, ja. So, gucken wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Ein Löffel, der wahrscheinlich... Oh, der steht sogar, wow. Ach ja, mit dem Trockeneis konnte man ja so lustige Sachen machen und alles einfrieren, oder? Ja. Auch Marshmallows. Und noch ein Marshmallow. Ein gefrorener. Und noch ein gefrorener Marshmallow. Ob wir noch gefrorene Würstchen dazu nehmen? Ja, komm, wir nehmen noch gefrorene Würstchen. Kann man die Spinne eigentlich auch einfrieren? Nee, schade, das wäre zu schön gewesen. So, okay. Eine gefrorene Wurstkette. Yay. Und gefrorener Käfer. Boah, wie fies. So, tauchen wir es aber wieder auf hier. Kann ja nicht sein, dass wir hier die Käfer... Das ist also die... Boah. Aber die leuchten wenigstens schön in den Farben, in denen sie leuchten. Oh nein! War das die Marshmallows? Wie gemein! Oh mein Gott! Oh! Sehr schön. So. Und was geht's weiter? Mit Future Fizz. Es fühlt sich großartig an, solange du nicht aufhörst, es zu trinken. Schon wieder so eine Futurama-Anspielung. Spielzeugkammerjäger. Cool. Ja. Nehmen wir doch mal die Käfer dazu. Das könnte interessant werden. Moment, das will ich jetzt sehen. Aber wir können auch weiter gucken. Schützt deine Ernte nur durch natürliche Mittel wie Napalm. Ja, das ist total natürlich, auf jeden Fall. Kaffee, Zeit für... Oh ja, Moment, Kaffee ist eine gute Idee. Zeit für einen Kaffee. Für einen Kaffee. Und Midlife-Crisis-Dämpfer. Ja, total. Trinke 2 Gläser vor dem Schlafengehen, Frühstück, Mittagessen und dem Abendessen. Hier, dann bist du definitiv ein Alkoholiker. So. Muss ich sagen, ist wieder voll. So, eine Dose Soda, komm. Wie? Komm, brenn. Ja. Wow. Also Kinder, nichts ins Feuer stellen, was eine Dose ist. Das könnte gefährlich werden. Uff. Die sind cool. Ich will da mehr von. So. Aber wir wollten ja den Kammerjäger zusammen mit den Käfern ausprobieren. Genau. Aber dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Geh mal aus, du Feuer. Dich will ich auch. Komm. Geh. Weg. So. Hier haben wir einen Kammerjäger. Und dazu eine Portion Käfer. Könnt ihr eigentlich auch krabbeln, oder? Kammerjäger! Yes! Oh, da gibt es sogar ein Dings für. Wahrscheinlich, weil es sinnvoll ist. Boah, ist das fies. Diese miese rote Flamme. Komm, hier, trink einen Kaffee. Geht's dir besser mit. Und noch eine Flasche Wein. Ja, okay. Die war jetzt aber schnell hinüber. Der spuckt aber ziemlich lange Napalm, muss man... Ah, jetzt hat er aufgehört. Muss man ja schon mal sagen. So, was haben wir denn noch? Eierverpackung. Genetisch modifizierte Freilandhühner produzieren die farbigsten Eier. Ach nee. Geheimnisvolle Würzsoße. Würz das Hors-d'oeuvre bei deinem nächsten Maskenball. Okay. Ich will, glaube ich, nicht wissen, was sie damit meinen. Heuschreckeneier. Von wegen, für den verwegenen Feinschmecker. Und Magic Mushrooms. Erzeugen Freude an dunklen und feuchten Orten. Okay, wir können noch eins. Ein Toaster. Die beste Erfindung seit geschnitten Brot.
Gibt's eigentlich auch Brot? Können wir Brot toasten? Was ist denn das? Oh mein Gott. Entsaftet alle Haushaltsgegenstände für einen gesunden Snack. Ich glaube, den müssen wir nachher mal ausprobieren mit diversen Sachen. Ein Ei. Eine Spinne. Und noch ein Ei. Und noch ein Ei. Und Feuer! Sah jetzt nicht sonderlich gesund aus. Oh, was haben wir denn hier? Die Würzsoße. Na komm. Und die haben... Wow. Auch das sah nicht sonderlich gesund aus. So, und... Wir haben... Ach, die Feinschmecker. Ja, gehen die eigentlich... Oh Gott, die Würzsoße zersetzt alles. Uah. Mmh, wie lecker. Einer nur? Dafür gibt es nur einen Pilz? Brenne. I. Ach, die... Ach. Wie geil ist das denn? Ja, ich glaube aber, es ist nicht ganz so gesund, jetzt hier im Rauch zu stehen. Das könnte tatsächlich echt ein Problem werden. So, und was haben wir noch? Unseren Toaster. Spinni, ab in den Toaster. So, kommt hier Brot wenigstens raus. Na komm. Yay! Wow. Sprechendes, lebendes Brot. Sehr gut. Und der Toaster ist ziemlich hartnäckig. Den lassen wir hier einfach mal abbrennen und lesen mal den Brief. Ich hab einen Käfer gesehen. Ah, Gag. Hey, schickst du mir? Wack. Schick mir einen Kammerjäger, okay? Ja, komm. Klar, klar. Da kennen wir ja nichts. Komm, hier hast du den Kammerjäger. Den rufen wir auch gleich an hier. Das mit Expressversand und so. Und, ach, kann ich noch nicht, weil ich den noch nicht aufgemacht habe. Okay. So, komm, hier hast du den Kammerjäger. Bitteschön. Tschüss. Nachricht verschickt. So. Krieg ich doch jetzt bestimmt bald was zurück, oder? So. Wir haben aber hier noch den Super Entsafter 4000 und einen Rauch. Wenn er nicht mehr aufhört zu piepsen, nimm einfach die Batterien raus. Na klar. So, also ein Rauchmelder. Okay, was wollen wir denn entsaften? Ich würde sagen, wir entsaften mal Marshmallows und ein paar Würstchen. Das klingt nach einem lecker Drink auf jeden Fall. Oh, und wir haben schon wieder einen Brief, da müssen wir jetzt mal gucken. Klack. Danke für den Kammerjäger, er ist perfekt. Fertig, Kammerjäger, hol dir den Käfer. 1, 2, 3. Wow. Okay. Ups, daneben. Oh, da ist der kleine Käfer. Komm her, kleiner Käferkumpel. Okay, wir sind jetzt Freunde. Schlabbert sie ab. Ach, wie süß. Er hat ein Ei gelegt. Okay, ich kann's haben. Ich bekomme Käferfreund. Ja, okay, was ist hier drin? Wow. 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 Mach's tot. Da darf nichts von übrig bleiben. Bah. So. Tja. Was entsaften wir denn hier? Oh, wo hab ich denn die hier? Ach, zum Entsaften. Cool. Oh, sehr nett. Hm, der kann was. Marshmallow. Okay. Marshmallow. Sieht übrigens nicht sehr gesund aus. Oh Gott. Okay, was entsaften wir noch? Ah, die Würstchenkette, genau. Und die muss ich hier an der Seite anfassen. So. Und entsafte sie. Oh mein Gott. Wollen wir einen Rauchmelder entsaften? Oh ja, wir entsaften jetzt einen Rauchmelder. Moment. Wenn der dann irgendwann kommt. Können wir hier auch andere Teile noch entsaften? Ja. Man kann natürlich auch so entsaften. Cool. Und ein Rauchmelder entsaften. Ich glaube, es hat noch nie jemand einen Rauchmelder entsaftet. Was passiert eigentlich, wenn ich den falsch umstelle?
Und anzünde. Na? Na? Oh, ist ja langweilig. Ich dachte, er geht wenigstens in die Luft. Puh. So. Hat mal. Ich würde sagen, wir müssen einen neuen Katalog kaufen. Ich stelle sicher, dass du alle Artikel aus dem. Hab ich. Was hab ich? Also, wir haben Sushi nicht gekauft. Verdammt. Okay. Sushi, komm schnell. Eine Portion Sushi ins Feuer. Yay. Hallo. Ach. Blödes Instant. Yeah. Dass da immer Fliegen rauskommen müssen, verdammt. Das will doch kein Mensch sehen. Vor allem brennen die auch. So. Okay. Alles weg. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt. Phew. Rauchig mit einer Chance auf dicke Gag-Schneuz. Was? Was ist denn mit ihm los? Kaminrauch und Rauchwolken, soweit das Auge reicht. Meldung vom Wetterballon über den Rauchwolken, über der Stadt. Der Wettermann. Ja, ich glaube, dem geht's halstechnisch auch gerade genauso wie mir. Tschüss. So, wir können den nächsten Katalog kaufen. Ein neuer Katalog ist verfügbar für nur 105 Euro. Ist ja günstig. Warte, bitte. Tetris! Tetronimos. Sie fallen schon so lange, sich jeder erinnern kann. Was haben wir noch? Meatball-Nachahmung. Schmeckt wie Wellpappe. Ja, sieht auch wie Wellpappe aus. Ui, eine Riesenspinne. Eine Riesenspinne erscheint. Du versuchst zu fliehen. Die Riesenspinne greift an und verursacht massiven Schaden. Okay, eine Anspielung auf jedes MMORPG, was es gibt. Mobiltelefon verkürzt automatisch alle Worte um zwei Bu drei Buchstaben oder weniger. Lol. Ja, wie cool. So. Und da wir gerade dabei sind, können wir ja hier nochmal kurz. Ach, 450. Nee, das können wir nicht. Das geht nicht. So. Was haben wir denn alles an Tetris-Bausteinen? Hier kommt das. Und das. Und du kommst dahin. Und du kommst dahin. So. Und dich habe ich keinen Platz mehr, verdammt. Wahrscheinlich gibt es sogar eine Möglichkeit, dass. Naja, ich will jetzt hier nicht rumspielen. Brenne! Okay, das ist ziemlich holzig. Aber das gibt bestimmt ein richtig schönes Feuer. Das kommt mir so ein bisschen warm vor sogar. Meat Boy, tschüss. Boah, der kann ja nix. Stückchen Pappe hier. Ich glaube, das ist ein Anruf für uns. Okay. Da ist übrigens eigentlich auch eine Batterie drin, oder? Also wenn ich mich recht entsinne. Theoretisch müsste es auch kaputt gehen. So richtig. So explosionsmäßig, aber scheint wohl noch ein Holztelefon zu sein. So, komm. Blöden Spinnen hier. So, und was haben wir hier noch? Ach ja, die Riesenspinnen. Ah, geh weg. Ja, komm, brenn ab, bitte. Und guck nicht so doof. Also ich habe ja kein Problem mit Spinnen, aber das ist echt übel. Meine Güte. Wer will ein was? Wer will ein Sammich? Ich. Weißt du noch, was noch? Vor unglaublich langer Zeit, als Milliarden, Billiarden kleine Partikel in den Kosmos gespeit wurden, bildeten sich ganze Galaxien wie Schneebälle. Und ferne Sterne und Sonnen fingen Feuer. Und nach Milliarden von Jahren und Milliarden von Meilen entfernt setzten sich eine winzige Anzahl von Partikeln zusammen und bildeten dich und mich und eine schmale Wand genau zwischen uns. Ja, die wurden durch die Partikel gebildet. Hat sie gerade an der Wand gekratzt? Es scheint unmöglich, aber es passierte. Und sie bildeten auch diese leckere Schinkensammig. Ach, Sandwich. Oh, danke für deine salzig-kosmischen Partikel, Mr. Schweinebacke. Du schmeckst nach Fortschritt. Von deiner Nachbarin Sugar Plums. Nom, nom. Ja,
Also ich glaube, sie ist echt nicht so ganz glatt im Kopf. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Das Bosskuscheltier. Niemand hat erwartet, dass der saubere Geschäftsmann die ganze Zeit der Bösewicht war. Nein, niemand. Spielzeugzombie. Man kann heutzutage kein Spiel ohne einen von ihnen machen. Richtig, Zombies sind immer wichtig. Handheld Fireplace. Es ist wie ein Spiel im Spiel, im Spiel, im Spiel, im Spiel, im Spiel, im Spiel, im Spiel. Ja, ihr wisst Bescheid. Pixelpaket. Mehr Pixel bedeuten mehr Spaß. Yay. Und Phoenix Eye. Macht sich gut als Omelette. Gut, na dann gucken wir doch mal, was wir hier alles Schönes haben. Einmal. Der Boss, yeah, komm. Brenn! Ja, ja. Oh, du sitzt hier mit Brennen gleich, dankeschön. Ach, wie schön. Wer wollte nicht immer schon mal seinen Boss abfackeln? Oh, wie süß. Ein Zombie. Los. Ja, da hat sein Auge gerade ausgehakt kurz. Und Little Fireplace. Kann ich irgendwie mitspielen? Nee, wa? Und wenn es Feuer fängt? Yeah. Oh, schöne 8-Bit-Musik. Verdammt. So, und große Pixel. Riesengroße Pixel. Oh, 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 oh. Explodierende Pixel. Cool. Und das findet... Wow. Wie cool war das denn? Ich will noch eins. Ich will noch eins. Ich will noch eins. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Na, ist gerade ausverkauft. Okay, dann kaufen wir erstmal eine Gentleman-Abenteurer-Puppe. Und eine Wellpappe-Schwert. Es ist gefährlich da draußen. Nimm dieses Schwert. Diese Anspielungen sind einfach nur so geil. Packung Gu-Bälle. Die Gu scheinen sich an eine andere Welt zu erinnern. Eine Welt aus Gu. Aber das ist lange her. Ja, World of Gu. Egal. Gelegenheitsspiel. Wenn Erfolg in echten Leben nur so einfach wäre, das machst du großartig. Bei den Gu-Bällen fällt mir ein, also Old Bull hat ja dazu ein richtig cooles Let's Play gemacht zu World of Gu. Habe ich mir ja echt gerne angeguckt. Fand ich wirklich klasse. Ist auch so ein bisschen Inspiration für das hier. Bleib stehen. Genau. Und... Wow. Cool. Edelsteine. Cool. So. Ah, wir wollten ja mal gucken wegen den Kombos, wa? Wir brauchen ein tödlicher Fisch-Kombo. Das weiß ich jetzt definitiv nicht. Wach-auf-Kombo. Wach-auf-Kombo. Könnt ihr was mit dem Wecker zu tun haben? Gucken wir gleich mal nach. Ich tippe dir Briefe und ich habe keine Löschtaste. Sie fiel ab. Aber weißt du was? Was ich mehr als alles liebe? Leere Seiten. Sie können mit allen möglichen gefüllt werden. Mit Dinosauriern oder Science Fiction oder einer ganzen Welt, in der alles pink ist. Die Möglichkeiten schreiten endlos vorwärts. Aber sie können niemals zurückgehen. In Liebe, Sugar Plums. PS, das kannst du haben. Ah, die Löschtaste. Okay, hier. Ich möchte dich löschen. Obwohl wir die Löschtaste vielleicht noch gebraucht hätten. Man weiß es nicht. Die brennt ganz schön lange. So eine Löschtaste. So. Jetzt haben wir das ganze Zeug hier auch. Klack, klack. Ein Schwert. Und. Yay! Erfolg! Oh, das Schwert hat ja sehr viel gebracht. Nämlich nix. Gut. Und hier sind die Gubelle. Ach, wie cool die sind. Und die Geräusche. Cool. So. Ich wollte noch ein Phönix-Ei. Das muss ich jetzt dringend nochmal probieren. So. Kombo hatten wir. Wach-auf-Kombo. So. Was könnte man denn zum Aufwecken so alles gebrauchen? Einen Kaffee. Und einen Wecker. Wecker, Wecker, Wecker. Wecker. Klack. Ein Kaffee und ein Wecker ist eigentlich echt eine gute Idee. Ja, komm. Ein Kaffee. Plüpp. Und einen Wecker.
Wir brauchen ja ein paar mehr von den Losen, damit wir uns schneller die Sachen kaufen können. So, nächste Kombo. Eine Eiskaffee-Kombo. Da fällt mir echt was zu ein. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.